Nein, was hast du beim Urs gelernt? Ah? Was hast du beim Urs gelernt? Ja! Yeah! Und das machen wir auf keinen Fall. Was ist das geil? Da jetzt wirklich mit Wasser füllen und nach der Bern zusammenbringen. Eine gute Shisha da, gell? Du kannst schon gerade drauf sitzen. Oh mein Gott. Hallihallo, hier bin ich wieder und heute in diesem Video geht es um unsere Vorbereitungen zur Hausgeburt. Alles, was wir besorgt haben, alles, was wir gekauft haben. Ich gebe euch ein Update, ich beantworte eure Fragen, also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend und vielleicht wird es sogar das letzte Video vor der Geburt. Wer weiß, kann ja sein, ja? Zunächst einmal zu euren Fragen. Ich bin jetzt Woche 38 plus 3, also in der 39. Woche. Das heißt, das Baby kann und darf jederzeit kommen. In der Schweiz ist das so geregelt, in der Hausgeburt darfst du durchführen von 37 plus 0. bis 42 plus 0. Also in diesem Zeitraum darf das Baby kommen, damit eine Hausgeburt durchgeführt werden kann. Außerdem muss die schwangere Frau auch gesund sein. Die Werte müssen stimmen. Da darf keine Risikoschwangerschaft vorliegen. Mehrlingsschwangerschaft ist in der Schweiz auch nicht möglich zu Hause. Das bedeutet, wenn ihr mit Zwillingen schwanger seid oder mit Drillingen, dann müsst ihr leider da ins Krankenhaus. Und die Beckenendlage funktioniert auch nicht zu Hause, rein gesetzlich. Ist alles ein bisschen schade. Ich bin ganz froh, dass ich alle Kriterien erfülle. Bei mir liegt das Baby richtig. Ich bin in der richtigen Zeit, ich bin gesund und ich freue mich mega auf meine Hausgeburt. Und wir haben so viel besorgt. Es ist alles gut, es ist alles perfekt und wir sind vorbereitet. Und ich nehme euch jetzt mit auf unsere Reise Richtung Hausgeburt. Gina! Gina! Hilfe, Gina! Sie springt gleich rein. Wie aufgeregt sie rumwuselt. Fangen wir doch gerade mal an. Die erste Frage war, wer wird bei der Geburt dabei sein und wie wird sie ablaufen? Also, folgendes. Eigentlich war geplant, es war ein Haufen Leute geplant eigentlich. Und zwar ich natürlich, mein Freund, mein Partner, also der Vater vom Kind, wird auf jeden Fall dabei sein. Dann eine Hebamme. Wir haben wirklich mit Abstand eine der besten Hebammen in der Schweiz bekommen. Da sind wir sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh drüber. Ich kann euch nur mit auf den Weg geben, kümmert euch früh genug um eine Hebamme. Ich habe mich, glaube ich, sobald ich von der Schwangerschaft erfahren habe, direkt um eine gekümmert. Das war, glaube ich, ich habe in Woche 6 davon erfahren und ich habe mich zwischen der 8. und der 9. Woche um eine Hebamme gekümmert. Und bei mir war es auch so, dass die war jetzt dann auch ein halbes Jahr im Urlaub. Und die ist jetzt wiedergekommen und kann mich jetzt bei der Hausgeburt betreuen. Also, mein Partner wird dabei sein, ich, die Hebamme, meine Schwester wird kommen, weil die möchte ich unbedingt dabei haben, einfach als seelische Unterstützung, moralische Unterstützung. Meine Schwester und ich, wir sind einfach auch ein Herz und eine Seele. Und sie kann sich dann auch um die Hunde kümmern, wenn sie hier ist. Dann werden wir eine Geburtsfotografin haben. Die Geburtsfotografin ist dafür da, Videos zu machen und Bilder zu machen. Das wollte ich unbedingt. Also das war für mich so, ich will auf jeden Fall eine Geburtsfotografin haben, damit ich dann auch ein Geburtsvideo habe, was ich euch dann auch zeigen kann und teilen kann. Weil ich finde so, wenn es eine wunderschöne Geburt wird, ich finde das so empowernd für andere. Und das möchte ich einfach, das ist einfach so meins. Ich möchte es unbedingt. Und dann wäre eigentlich noch eine Doula dabei gewesen. Wir haben uns tatsächlich noch um eine Doula gekümmert. Für alle, die nicht wissen, was eine Doula ist, das ist wie so eine Geburtsdienerin, die ist eigentlich für die seelische und moralische Unterstützung der Frau da, vor allem auch für die emotionale Unterstützung. Und es gibt Statistiken, die ganz, ganz klar belegen, dass mit einer Doula an deiner Seite zur Geburt kommt es weniger zu Geburtsverletzungen, weniger zum Geburtsstillstand. Die Geburt wird allgemein als angenehmer und schöner empfunden. Und sie hat total viele Benefits und wir hatten uns um eine gekümmert und wir hatten uns zweimal mit ihr getroffen. Und leider, und das war für mich ganz schlimm, hat die Hebamme mir dann gesagt, als sie wieder da war, dass sie das nicht möchte. Warum auch immer, aus welchen Gründen, ich will da jetzt auch gar nicht drüber urteilen. Sie hat gemeint, nee, sie möchte keine Doula bei der Geburt dabei haben, sonst betreut sie die Geburt nicht. Und es war für mich natürlich eine Scheißnachricht. Vor allem, ich habe diese Nachricht vor nicht allzu langer Zeit bekommen, vor ein paar Tagen, da war ich in der 38. Woche.
Und war total doof. Wenn man war in dem Moment, wo sie das gesagt hat, war mir sowieso alles zu viel. Und ich habe erstmal Rotz und Wasser geheult. Und habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Wirklich, ich habe so geweint. Weil ich mir das irgendwie so gewünscht hatte, dass die Doula dabei ist. Aber im Endeffekt ist es in Ordnung. Ich nehme das jetzt einfach so an. Ich halte da jetzt nicht so dran fest, weil ich glaube sowieso, dass Geburten etwas sind. Da kann man nicht alles planen. Man kann manifestieren, man kann visualisieren und man kann sich Intentionen setzen. Aber man sollte halt nicht zu verbittert an irgendwas festhalten. Und von daher ist es jetzt in Ordnung. Und vielleicht ist es auch gut so, weil es vielleicht dann doch zu viele Personen gewesen wären. Deswegen, wir sind jetzt 5 Personen, glaube ich. Mein Partner, ich, meine Schwester, die Hebamme und die Geburtsfotografin. Und ich glaube, das ist noch ganz in Ordnung und okay, sodass ich auch mich nicht zu beobachtet fühle und da voll in die Entspannung gehen kann. Genau. Dann habt ihr mich noch gefragt, wisst ihr das Geschlecht? Wir wissen das Geschlecht nicht. Das Baby ist ein Überraschungsbaby. Ich wollte das so, mein Freund, dem war das eigentlich egal, beziehungsweise der wollte es zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal wirklich wissen, was das wird, aber ich war so, weil ich das einfach bei anderen Frauen, zum Beispiel bei Ellen Fischer gesehen habe, dass sie sich bei jedem Kind überraschen lassen hat. Ich fand das irgendwie so schön und wollte das auch, weil ich finde das auch schön, und das muss jede Frau auch selber wissen, wenn man so eine Babyshower macht und dann mit einem Ballon oder so, aber das ist sowieso nicht so mein Stil. Ich mache noch eine Blessing Way Party, das ist eher so eine traditionelle, spirituelle Babyshower, und ich finde es total schön, das erst bei der Geburt zu erfahren, weil das einfach so, dann wie so ein, es ist die ganze Zeit so eine Spannung, diese 9-10 Monate lang, wo du das Baby in dir trägst, ist so diese ja, diese Spannung da, was wird es denn werden, ja, und alle Rätsel und alle Raten, und das wollte ich einfach. Was mich ein bisschen genervt und gestört hat daran, ist, dass wenn du das Geschlecht nicht, dir nicht sagen lässt oder nicht erfährst und du kannst es den anderen nicht sagen, dass dann jeder so seine Tipps abgibt. Das finde ich ja auch noch in Ordnung, wenn man so seine Tipps abgibt, aber was mich dann genervt hat, waren Leute, die gesagt haben, na, ich weiß ganz genau, was das wird, es wird ein Junge. Oder es wird ein Mädchen. Es wird definitiv so. Und dann begutachten sie dich und gucken deinen Bauch an. Und ja, dann wollen sie dir sagen, du hast dich gar nicht verändert. Dabei denke ich mir so, also ich glaube, ich weiß am besten, ob ich mich verändert habe oder nicht. Rein äußerlich, weil es da also so einen Mythos gibt, wenn du dich viel veränderst, wird es ein Mädchen. Und wenn der Bauch so eine Form hat, wird es ein Junge. Da gibt es ja verschiedene Mythen. Und das hat mich dann irgendwann auch ein bisschen genervt und gestresst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es mir ja nicht sagen lassen aus einem Grund. Und dann möchte ich nicht, dass irgendjemand mir sagt, ja, ich weiß ganz genau, es wird ein Junge oder es wird ein Mädchen. Also das fand ich ein bisschen unnötig und würde ich, glaube ich, nächstes Mal vielleicht anders machen. Ich weiß allerdings nicht, wie anders. Also ich weiß nicht, ob ich mir vorher das Geschlecht sagen lassen würde oder ihnen einfach irgendein Geschlecht sagen würde. Das ist dann aber auch so doof mit den Geschenken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, das war manchmal ein bisschen nervig. Aber im Großen und Ganzen, wir wissen das Geschlecht nicht und wir freuen uns total darauf, es dann bei der Geburt direkt zu sehen. Problem ist natürlich da auch mit der Namenfindung. Man muss sich einfach im Klaren sein. Man braucht dann einen Namen für Mädchen und einen Jungen. Und wir haben bisher eigentlich nur einen festen Namen für ein Mädchen und nicht für einen Jungen. Weil wir da uns einfach nicht richtig einigen können. Und das macht es natürlich auch nicht leichter, aber es ist okay. Es wird alles kommen, wie es kommen soll. Eine andere Frage war noch, was hältst du vom Besuch im Wochenbett? Und da muss ich euch ganz klar sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich mich so viel über Geburten informiert habe und so viel auch über das Wochenbett informiert hat von Menschen, die schon Kinder bekommen haben. Und auch anderweitig mich einfach sehr, sehr umfassend informiert habe, dass ich Gott sei Dank die Einstellung habe, ich darf im Wochenbett total egoistisch sein. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, Besuch im Wochenbett zu empfangen. Jetzt, gerade. Es kann natürlich sein, dass ich im Wochenbett bin, mir ist langweilig und ich sage mir auch, ich möchte gerne Besuch hier haben. Dann werde ich das auch machen, aber ich werde da total egoistisch sein und ich werde auf das hören, was mir mein Bauch und mir mein Herz sagt. Und wenn ich das Gefühl habe, nee, ich möchte einfach meine Ruhe haben, 4 Wochen lang, ich möchte niemanden sehen außer meinem Partner, dann werde ich das allen sagen. Und dann kommt hier einfach niemand hin. Und dann müssen sich einfach die Verwandten damit abfinden, dass sie das Baby halt erst sehen, wenn es einen Monat alt ist. Und ich finde das so wichtig, dass die Frau da ganz egoistisch auf sich selber schaut. Weil du hast einfach plötzlich einen zusätzlichen kleinen Menschen in deiner Familie. Und dieser kleine Mensch
hat seine eigenen Bedürfnisse und du musst ihn erstmal kennenlernen und das braucht auch erstmal Zeit, du musst dich erstmal einspielen und dann bin ich auch noch so ein bisschen neurotisch, wenn Besuch kommt, dann muss alles picobello geputzt sein und so und das möchte ich mir einfach nicht antun im Wochenbett. Also von daher, ich finde, da sollte man voll egoistisch sein und voll auf das hören, was sich für einen selbst richtig anfühlt. Vor allem, weil ja auch noch dazu kommt, dass man vielleicht das Kind auch gar nicht abgeben möchte in fremde Hände jetzt. Und dann kommt aber vielleicht die eigene Schwiegermutter oder irgendeine Tante und wollen unbedingt das Baby halten und man will das eigentlich noch gar nicht. Und dann ist man in einer ganz unangenehmen Situation. Finde ich, muss nicht sein. Also ich finde, da darfst du wirklich egoistisch sein und das werde ich auch sein. Und ich werde nur Besuch dann einladen und herkommen lassen, wenn sich das auch für mich richtig anfühlt. Dann noch eine Frage, was rätst du anderen vegan lebenden Frauen, die schwanger werden möchten? Ja, ich rate denen nichts anderes, als ich auch Mischköstlern raten würde. Achtet einfach auf einen gesunden Lebensstil. Unsere Schwangerschaft war ja nicht geplant. Meine Schwangerschaft war nicht geplant, dass das passiert. Aber ich habe ja vorher schon immer sehr gesund gelebt und sehr auf meine Ernährung geachtet und auf meinen Lebensstil und viel Yoga gemacht, viel Sport gemacht. Also ganz wichtig, wenn ihr wirklich eine Schwangerschaft plant, achtet auf eure Ernährung, ganz, ganz wichtig, dass ihr viel Folsäure esst. Ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendeine Folsäure zu supplementieren, weil das muss methylierte Folsäure sein, dass es überhaupt Sinn macht. Ansonsten macht es gar keinen Sinn, macht es alles nur noch schlimmer. Das heißt, einfach sehr, sehr viel folsäurehaltige Lebensmittel zu sich nehmen. Das bedeutet Hülsenfrüchte und Gemüse und Obst. Also ernährt euch gesund. Schaut, dass ihr gegebenenfalls supplementiert. Treibt Sport, damit ihr dann auch, wenn ihr dann schwanger werdet, auch in der Schwangerschaft sportlich bleiben könnt. Vor allem, weil sich meistens ja die ersten Wochen waren bei mir eine Katastrophe mit der Übelkeit. Und da musste ich dann ein bisschen zurücktreten. Deswegen finde ich das wichtig, dass man vorher das schon so kultiviert irgendwie so ein bisschen. So eine Sportroutine, eine Fitnessroutine. Und dann, und das finde ich das Allerwichtigste ist, arbeitet an euch selbst und an euren Traumata und an eurer Beziehung zu euren Eltern und an all diesen inneren Kindverletzungen, die ihr vielleicht in euch ja noch habt. Denn das ist das, finde ich, das absolute Must, bevor man ein Kind bekommt, ist, dass man seinen eigenen Trauma und seinen eigenen Schmerz verarbeitet hat und aufgearbeitet hat, weil man gibt es einfach sonst weiter. Man gibt toxische Familienmuster, die man nicht aufgearbeitet hat, die einem nicht bewusst geworden sind, an die nächste Generation weiter. Und wenn man das Beste für sein Kind will, dann möchte man das eigentlich nicht. Und ich glaube wirklich, es war auch Schicksal, dass nach Ayahuasca und Bufo, nach dieser Erfahrung bei mir, nach diesen ganzen Zeremonien, ich direkt so später schwanger geworden bin. Also es hat ja nicht mal einen Monat später bin ich schwanger geworden. Und ich weiß einfach, dass bei mir ganz viel Heilung passiert, ganz viel Vergebungsarbeit auch passiert. Und danach bin ich schwanger geworden und das sollte einfach so sein und sollte so kommen. Und da war ich bereit, seelisch einfach auch, habe alte toxische Muster aufgebrochen und das finde ich ganz wichtig. Dann sage ich euch jetzt mal, was ich hier alles so vorbereitet habe für die Geburt. Den Geburtspool habe ich euch ja schon gezeigt. Habt ihr gesehen, der steht bei uns jetzt im Wohnzimmer hier. Und dann mussten wir noch ganz, ganz viele Sachen besorgen von der Hebamme. Da haben wir irgendwie eine riesen Liste bekommen. Und da steht drauf 4 bis 5 Stück alte Leintücher. Die haben wir noch nicht. Weil ich einfach noch niemanden gefunden habe, der mir welche ausborgen kann. Und ich kaufe nicht extra Leintücher dafür. Dann brauchen wir alte Handtücher. Die habe ich hier einmal direkt daneben, neben dem Geburtspool. Ich habe also eigentlich alles schon bereitgelegt für die Geburt. Dann, was ich hier noch besorgt habe, das sind so Netzhöschen, einfach fürs Wochenbett dann. Dann habe ich einmal Waschlappen besorgt, weil ich keine extra Waschlappen kaufen wollte. Ich habe fürs Baby Bambuswaschlappen gekauft, aber die sollen dann auch wirklich fürs Baby benutzt werden, zum Wickeln. Und für die Geburt habe ich jetzt einmal Waschlappen geholt im DM. Dann brauchen wir eine Wärmflasche, stand drauf auf unserer Liste. Dann haben wir hier so einen Sack bekommen von der Hebamme. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was da alles drin ist. Das sind irgendwie, ja, irgendwelche medizinischen Sachen. Ich weiß nicht, hier irgendwie was scheinbar auch zum Blut abnehmen. Hat mir die Hebamme einfach mitgegeben. Der sagt, er soll bereitstehen neben dem Geburtspool. Haben wir also hier dazugestellt.
Ja, was mussten wir noch besorgen? Ein paar Sachen bringt noch meine Schwester mit. Dazu gehört so eine Lampe, hat sie gemeint. Die ist dafür da, also wie so eine Schreibtischlampe. Und mit 100 Watt Birne, die ist dafür da, falls Geburtsverletzungen entstehen, dass sie da nähen kann und dass sie da Licht hat, weil man hat ja bei der Geburt auch so ein bisschen alles abgedunkelt und gemütliches Licht an. Dann steht hier noch Eiswürfel. Eiswürfel haben wir mit im Tiefkühler. Wir haben Tee gekauft, Fencheltee. Wir müssen irgendwie dann noch so ein Shoppen kaufen, also so eine Babyflasche. Das wollte ich eigentlich nicht, aber sie meint, wir bräuchten eine, falls es Stillprobleme gibt. Also werde ich jetzt eine kaufen im Unverpackladen, die ist plastikfrei. Und Fencheltee haben wir fürs Baby besorgt. Wir haben ja, so Stoffwindeln, Mulltücher, ist ja klar. Fieberthermometer, ein Krug zum Abspülen, dann auch ein Gefäß, wo die Plazente reinkommt. Das wissen wir jetzt noch nicht, das werden wir in eine Schüssel nehmen oder so. Und die werden wir dann sowieso einfrieren. Und ja, Stillanlagen haben wir, Wattestäbchen, so kleine Sachen halt. Alkohol 70% müssen wir noch besorgen. Dann Kleider natürlich, Windeln fürs Kind, ist klar. Und dann haben wir eigentlich soweit alles. Und die Unterlagen natürlich für die Hausgeburt, also so Krankenkassenausweis. Die Infos, falls man dann irgendwie doch in die Klinik verlegt werden muss. Also man muss sich auch anmelden in der Klinik, bevor man hier die Hausgeburt durchführt, falls man verlegt werden muss. Und die haben all meine Informationen auch. Genau, also das steht hier alles bereit. Was ich hier noch sonst bereitgestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Das ist dieser Joni-Dampfstuhl hier, seht ihr den? Der ist wunderschön, den hat mein Papa gemacht. Da macht man so Kräuter rein und dann kann man sich da drauf setzen. Also da ist eine Heizplatte drin, dann setzt man sich da drauf. So, ich sitze da jetzt drauf und dann hat man wie so eine Dampfsauna für seine Vagina. Und das ist so angenehm und das hilft mir so viel in der Geburtsvorbereitung, sage ich euch ganz ehrlich, für die Vorbeugung von Geburtsverletzungen. Also das wird in der traditionellen afrikanischen und chinesischen Medizin auch richtig benutzt. Und es wird ganz bekannt, bei uns irgendwie leider nicht. Ich bin deswegen total froh, hat mein Papa mir die vor ein, zwei Jahren gebaut und geschenkt. Jetzt ist die gerade Gold wert für die Geburt und zur Entspannung. Ich liebe die einfach nur. Hier seht ihr nochmal, wo unser Geburtspool steht. Im Wohnzimmer, mitten im Wohnzimmer sozusagen. Zu dem Geburtspool waren auch noch andere Sachen natürlich dabei. Da waren Pumpen dabei. Da ist ein Schlauch dabei gewesen, wir haben den ja gemietet und da habt ihr dann eigentlich auch wirklich alles dabei, was ihr braucht. Ihr habt Pumpen dabei, ihr habt einen Schlauch dabei, ihr habt irgendwie ein Sieb dabei, wir haben sogar ein Wasserthermometer dabei gehabt, also alles perfekt. Ganz, ganz wichtig, was ich auch noch besorgt habe für die Hausgeburt, sind einmal Schüsslersalze, einmal die Nummer 1 und einmal die Nummer 7. Das ist einmal Calcium und einmal Magnesium, das hat mir meine Doula empfohlen. Vor allem Magnesium für die Geburt, das löst man einfach in Wasser auf und dann trinkt man es die ganze Zeit währenddessen, damit einfach die Geburtsmuskulatur richtig arbeiten kann. Ist ja klar, also kann ich euch nur empfehlen, egal ob ihr in der Klinik gebärt oder zu Hause, besorgt euch Schüsslersalze. Und natürlich dann auch noch Kokoswasser aus dem Grund, weil es einfach isotonisch ist und ganz, ganz viel Elektrolyte enthält. Und da ich nicht ein Fan bin von irgendwelchen isotonischen Sportlergetränken oder von den meisten, weil da einfach noch ein Haufen Zucker zugesetzt ist, habe ich mich für Kokoswasser entschieden. Und deshalb werden wir auch massenweise brauchen bei der Geburt wahrscheinlich. Werde ich sehr viel trinken, gekühltes Kokoswasser. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Duftroller. Dankbarkeit heißt der, ich liebe den. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Firma der war. Och, das riecht einfach so gut und das entspannt mich direkt. Ich habe auch einen Duftroller bekommen beim Geburtsvorbereitungskurs. Ich finde den aber nicht ganz so ansprechend und nicht so intensiv. Ich habe schon gerne so intensive Gerüche, ätherische Öle und der ist perfekt für mich. Ganz, ganz wichtig, weil man beim Hypnobirthing auch meistens mit Anker arbeitet. Und dieses Riechen einen nochmal so in Entspannung versetzen soll und daran erinnern soll, zu lächeln und Ja zu sagen zu den Wehen und zu den Wellen und zu allem, was kommt. Kann ich euch also nur empfehlen. Ich habe aber nicht nur diesen Duftroller, sondern ich habe auch meine Schwester gebeten, mich dann regelmäßig auch auszuräuchern. Und ich habe ganz viele ätherische Öle und ich habe Räucherstäbchen. Das wird alles zum Einsatz kommen während der Geburt, um einfach ein wunderschönes, entspanntes Umfeld zu schaffen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich entspannen kann, wo ich loslassen kann. Genau.
Dann das hier, auch Gold wert. Das habe ich jetzt beim Geburtsvorbereitungskurs geholt. Man muss es jetzt hier nicht über ihn holen, sondern man kann das auch einfach ganz normale für ein Basenbad sozusagen sich ein Präparat holen. Das ist für das Wasser im Geburtspool, ein Basenmineralbad, damit das Baby erstens in basisches Wasser geboren wird und zweitens meine Muskulatur richtig gut arbeiten kann und auch immer wieder entsäuert wird. Basenbäder sind einfach genial, also die haben so viele gesundheitliche Vorteile, auch Basenfußbäder, und finde ich total ein wichtiges Essential, wenn man sich für eine Wassergeburt entscheidet oder auch wenn ihr in eine Wanne geht, um euch mal zu entspannen oder so, ob ihr dann in der Wanne gebärt oder nicht, aber nehmt ein Basenbad mit, auch ins Krankenhaus, was ihr dann ins Wasser füllen könnt. Das hat gesundheitlich so viele Vorteile und es wirkt schmerzlindernd, es wirkt entsäuernd. Und für das Baby ist es natürlich super gesund, in so ein Wasser geboren zu werden.